dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. Es geht weiter mit der Nummer 316 aus einem Buch von Gerald Posselt, Katachrese, Rhetorik des Performativen. Längere Passage, dort heißt es, der Ursprung der Sprache ist weder ein singuläres historisches Ereignis noch eine Erzählung, die wie beispielsweise Jean-Jacques Rousseaus Versuch über den Ursprung der Sprachen in eine fiktive Vergangenheit projiziert wird. Die Machtäußerung der Herrschenden selbst ist der Ursprung der Sprache. Dieser ist Ausdruck ihrer Macht. Insofern ist in ihrer Macht steht, jedem Ding einen Namen zu geben und es dadurch gleichsam in Besitz zu nehmen. Zugleich drückt sich die Macht der Herrschenden gerade darin aus, dass sie sich das Recht nehmen, den Ursprung der Sprache als eine Äußerung der Macht zu begreifen. Oder wie Nietzsche formuliert, das Herrenrecht Namen zu geben geht so weit, dass man sich erlauben sollte, das heißt sich das Recht nehmen sollte, den Ursprung der Sprache selbst als Machtäußerung der Herrschenden zu fassen. Also hier nochmal in Anlehnung an Nietzsche, die Sprache als Machtäußerung der Herrschenden, man erinnere sich, vielleicht den einen oder anderen schon passiert, wie auffällig das Machtgebaren von Leuten sich darstellt, die aufgrund ihrer Rhetorik sogenannten einfachen Gemütern gegenüber, wie sich diese Leute in den Vordergrund spielen und allein durch den Schwall der Worte eine Situation schaffen, in der sich der Hörende nicht selten in einer unterlegenen Position befindet. Es war ja auch noch, ist noch nicht allzu lange her, dass der im Militär zum Beispiel, vielleicht ist es sogar heute noch, dass der Untergebene hatte die Pflicht, den höheren Rang zu grüßen, wenn er ihm begegnet. Dagegen in der Monarchie sollte da mal einer dieser Bevölkerung da in die Gelegenheit kommen, einem König oder auch einem Grafen auf der Straße zu begegnen von diesen niederen Chargen, die durften diese hohen Herren oder Damen überhaupt gar nicht ansprechen. Also wenn sich da einer erlaubt hat, diese Leute anzusprechen, das war schon ein vollkommener Fauxpas und die Antwort war nicht selten, ja, was erlaubet er sich oder was erdreistet er sich. Diese Theorie der Verbindung von Sprache und Macht wird von mir ganz besonders in den Vordergrund gerückt, weil ich die Begriffsbildung als Machtäußerung empfinde, weil da ein Interesse am Werk ist, eine Intention, die nach Macht strebt. Wobei das Mittel der Sprache jetzt den Zweck erfüllt, dieses Machtstreben zu befördern, aber es diese Art von Aktivität ist als Interesse
zu rechtfertigen, in einer ethischen Hinsicht zu rechtfertigen, ganz egal, um was es sich da handelt. Das ist, ist eine grundsätzliche Einstellung, dass man die Begriffsbildung als Eingriff, auch als Besitznahme, als Tat, als unter Umständen als Gewalt, wenn da eine selbstverständliche Akzeptanz gefordert wird, die Akzeptanz einer Definition. Und das ist ein ganz anderes Verhältnis, nicht nur zum Wissen oder zur Erkenntnis überhaupt, die in allgemeingültiger Form nicht möglich ist, eben aufgrund, braucht man sich nur Begriffsbildungsprozess bewusst machen und schon ist das klar, lässt sich anders nicht erklären. Und empirische Tatbestände, das ist der einzige Grund, weswegen sich die so lange gehalten haben, das ist die neben der Dummheit, dass die geringe Aufmerksamkeit auf derart logisches Versagen, das ist der einzige Grund. Aber dass diese Behauptungen empirischer Tatbestände zu Recht bestehen, das ist völlig aus der Luft gegriffen. Und deswegen ist es auch zumindest eine Überlegung wert, sich die Sprachäußerungen als prinzipiell als Machtäußerungen zu begreifen, die zu rechtfertigen sind, um zu vermeiden, dass eben Leute, die aufgrund ihrer Machtposition zu Vorteilen gelangen, die ihnen eigentlich nicht zustehen. Sonst kann die Idee der Demokratie, das kann man sonst vergessen, wenn nicht die Prüfung von Argumentation vom einfachsten bis ins komplexeste Glied durchgängig gewährleistet ist. Und Aufgabe der Politik ist es, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Argumente auch ihre Sicherheit und ihren festen Bestand und dann auch den Rückhalt der Gemeinschaft, weil die Gemeinschaft das Interesse hat, dass Argumente nicht nur durch Zufall zum Zug kommen, sondern ein gesellschaftliches System, das möglich macht, dass die Vernunft, so etwas wie die Vernunft, dass Diskussionsprozesse möglich werden und dass sich am Ende Das wird kein leichter Gang, aber am Ende zumindest eine deutliche Verbesserung des Niveaus dann feststellen lässt, wenn man nur mit Nachdruck und unermüdlich immer wieder gegen solche fixe Ideen wie eben empirische Tatbestände angeht, die jetzt im Augenblick und schon seit Aristoteles im Grunde genommen ihr Unwesen treiben. Das ist alles überfällig. Rechtfertigungen, die sich aufgrund empirischer Studien oder wie gesagt empirischer Tatsachen, die da zustande kommen, müssen als null und nichtig festgestellt werden. Dann geht's weiter. Jetzt sind wir, das ist jetzt hier dieses Mal dieser Mittelpunkt, ein Zeichen, dass wir in der Sprachkritik bzw. bei Fritz Mautner angelangt sind. Also es geht dem Ende zu, schön langsam auf die 350 in Folge 67 und jetzt muss ich schon fast bangen, dass es die 70 werden.
Die 70 werden es vielleicht gerade noch. 71 wäre eine schöne Zahl, um das Ganze abzuschließen. Aber man wird sehen. Also hier Fritz Mautner aus dem Vorwort zur zweiten Auflage der Beiträge zu einer Kritik der Sprache, seinem Standardwerk und neben dem philosophischen Wörterbuch, in dem bestimmte philosophische Begriffe, Geiste der Sprachkritik erläutert werden, gibt es noch die vier Bände des Atheismus im Abendland. Das sind die drei mehrbändigen Werke, durch die sich Fritz Mautner seinen mittlerweile nicht mehr umstrittenen Namen gemacht hat. Aber es hat lange gedauert und die Geschichte hat ihm recht gegeben in vieler Hinsicht, obwohl Mautner auch, wenn er jetzt nicht als ausgesprochener Objektivist gelten kann, so doch hat er keine klare Kante gezeigt, wie viele andere kurz vom Ziel dann abgebogen, abgedriftet in den Taoismus oder in die Mystik oder wie immer man das dann nennen mag, aber kein klares Wort zur Wissenschaft. An der einen oder anderen Stelle mal ein kritisches, bisweilen auch sehr kritisches Wort, aber von einer Abschaffung der Wissenschaft, der objektivistischen Wissenschaft, wie sie bisher existierte, ist da keine Rede. Vielleicht auch Mautner hat zu einem Zeitpunkt vor der Veröffentlichung der Beiträge auch die Nähe von Ernst Mach gesucht und da auch ermunternde Worte von diesem gehört. Und ich denke mal, einen gewissen Wissenschaftsglauben hat er sich immer bewahrt, wenn auch im Sinne einer Machschen Kritik. Mach hat ja zur Wende des 20. Jahrhunderts einigermaßen für Aufsehen gesorgt durch seine etwas ungewöhnliche Art und Weise der Auffassung von Empfindung und dergleichen. Aber am Ende war es, man kennt die Geschichte des Wiener Kreises, hat sich dann doch ein eher banaler Positivismus, möchte ich mal sagen, durchgesetzt, der dann im logischen Positivismus, wo man dann diese ursprünglich positiven Gegebenheiten dann noch auf die logische Spitze getrieben hat, möchte ich sagen. Otto Neurath war da so ein Kandidat, der eine Einheitswissenschaft erfinden wollte oder eine Einheitssprache, dass er dem Esperanto dazu geneigt. Also eine Normierung durch die Bank, ein Glaube an die Definitionen, was für Mautner, für Mautner wäre das, hätte er das noch erlebt, Gegenstand einer vernichtenden Kritik gewesen. Schätze ich mal. Nun gut, also hier dieses Zitat aus dem Vorwort zur zweiten Auflage. Ein gründlicher Fachmann, den ein Kollege mahnte, sich mit den Gedanken einer Sprachkritik auseinanderzusetzen, rief in menschlich begreiflicher Entrüstung aus: Ja, sollte ich meine Kollegenhefte verbrennen? Ich möchte darauf nicht gern mit einem einfachen Jawohl antworten. Also hier möchte man meinen, wäre so eine radikale Wissenschaftskritik angesagt,
im Sinne von das, was bisher am Start war, das könnt ihr alles vergessen, das könnt ihr in die Tonne treten, das ist null und nichtig, Makulatur von Grund auf. Also es gibt gar keinen Ansatz mehr, da irgendwas zu korrigieren, sondern einfach Schluss und fertig und aus. Und genau so hätte ich das jetzt mit dem logischen Objektivismus, der logischen Allgemeingültigkeit, basierend auf empirischen Tatbeständen oder unmittelbarer Erfahrung und dergleichen Unfug, ein klarer Schnitt, ohne da lang, ohne irgendwelche Eiertänze, um noch etwas zu retten. Da gibt es keine Verwandten dazu. Das ist ein Entweder-Oder, weil die Differenz eben so kategorial ist. Und somit war dann zu der Zeit Mautner, Wechsel des 20. Jahrhunderts, im Grunde genommen der Einzige, der diese eine solche radikale Kritik aufgrund einer Sprachkritik da formuliert hat. Und das hat ein anderer Radikaler in seinem Sinn, nämlich Wittgenstein, schon irgendwie begriffen. Denn nicht umsonst ist Mautner der Einzige, der mit Namen in seinem wohl weltberühmten Tractatus Logico Philosophicus erwähnt hat. Allerdings in negativer Hinsicht hat Wittgenstein da von einer Sprachkritik gesprochen, also dass die Geschäft der Philosophie gegen die Verhexung der Sprache eine Sprachkritik ist, aber mit dem Zusatz in Klammern, allerdings nicht im Sinne Mautners. Und das war dann Wittgenstein, der zur Zeit des Tractatus ja noch eine Abbildtheorie verhaftet war, wäre das für ihn zutreffend gewesen. Da hätte er nämlich seine Kollegenhefte verbrennen können. Und das war dann doch etwas zu starker Tobak für Wittgenstein, der da, will man den Berichten glauben, da im Bombenhagel des Ersten Weltkrieges, da im Schützengraben seinen Tractatus verfasst hat. Den hätte er wohl ungern in die Tonne getreten. Es geht weiter mit einem anderen Zitat. Alle Menschen stehen gegenseitig im Verhältnis von Hypnotiseur und Hypnotisierten. Alle Menschen lassen sich gegenseitig durch ausgesprochene Worte Zwangsvorstellungen suggerieren. Und damit hätten wir Mautner auch in der Reihe derjenigen, die den Sprachgedanken mit dem Machtgedanken verbinden, dass es sich bei diesen Worten um die Suggestion von Vorstellungen handelt. Der Redner versucht im Kopf des Hörenden ein Bild zu erstellen, dass sich der andere dann so qua Vorstellung dann zu eigen macht. Und man kennt diesen Angriff diesen seelischen Angriff, sage ich mal, zum Beispiel, wenn oft bei Jugendlichen, für die ist ja der Umstand, dass die Eltern auch sich sexuell betätigen in einem gewissen Alter, ist das, finden die das bisweilen, also es kommt aufs Alter an, aber die finden dieses Erregen von Vorstellungen, dass die Eltern jetzt sexuell zu Gange sind, irgendwie, da wollen die nichts davon hören. Also die,
die, wenn das dann doch mal passiert, dann bedanken sie sich ironisch für diese Bilder in ihrem Kopf, die sie nicht haben möchten, sich vorzustellen, wie ihre Eltern da im Schlafzimmer zugange sind. Und so ungefähr lässt sich das auch auf alle anderen, auch die gewöhnlichen Vorstellungen, allein, dass die eben einen gewissen Gewohnheitsfaktor für sich sprechen haben, ist noch lange kein Grund, dass das Hervorrufen solcher Vorstellungen, auch wenn sie gewohnt sind, nicht so ungefährlich sind oder nicht so der Aufmerksamkeit würdig. Es ist da in jeder Hinsicht darauf zu achten, dass diese Suggestivwirkung, indem ein anderer den anderen versucht zu überzeugen, Vertretergespräche zum Beispiel, das ist ein typisches Beispiel dafür, dass jemand versucht, seinen Willen dem anderen in gewisser Form schmackhaft zu machen und so dann zu einem Verkaufsabschluss zu kommen. Oder die Gute-Nacht-Geschichten bei kleinen Kindern ist auch nichts anderes, als sie in ihnen die Bilder einer schönen, harmonischen Welt hervorzurufen, die ihnen dann das Einschlafen und womöglich dann das Weiterspinnen dieser Worte im Traum, vielleicht sind sie schon eingeschlafen und hören immer noch die Stimme, weil jetzt die Mutter oder die Nanny oder wie auch immer das verpasst hat, zu bemerken, dass das Kind schon schläft. Und wenn man jetzt einen oder sich therapeutischen oder auch einen Jahrmarktshypnotiseur fragt, da ist es ja vollkommen klar, dass es keine Situation im Alltag gibt, die nicht in irgendeiner Art und Weise suggestive Elemente in sich hat. Und deshalb ist auch also eine Kritik über alle Ideologie hinweg, was jetzt in einer politischen Richtung, die bewegt sich genau in der Richtung, dass das, was diese Leute, die den Anspruch erheben, sich anstelle von vielen anderen quasi repräsentativ dann als Abgeordneter anbieten, zu prüfen, inwieweit das, was sie sagen, Sinn macht, aber nicht nur in Bezug auf die Gewohnheiten, die bisher immer so üblich waren, sondern im Lichte eines sprachkritischen Publikums, also einer Bevölkerung, die sich der Abstraktionsprozesse bewusst ist und dementsprechend dann auch die richtigen Fragen stellen kann. Das ist heutzutage nicht gegeben, auch nicht bei Journalisten. Da kann man 50% davon sowieso vergessen, was jetzt journalistische Tätigkeit anbelangt, in Form von der Obrigkeit auf die Finger zu schauen. Da ist es eher Honig ums Maul schmieren, irgendwelcher sogenannter Berühmtheiten, also Berichterstattung von irgendwelchen Idolen und Berühmtheiten, auch von Politikern ist es oft auch nichts anderes als so Boulevard-Berichterstattung, weil angeblich die Bevölkerung nichts anderes hören will oder pro Tag nur ungefähr 10 Minuten an Aufmerksamkeit für etwas tiefgründigere Information erübrigt. Und ja,
wenn sich etwas ändern soll, dann ändert sich da nichts über die herrschenden, die bisherigen Organisationen oder Institutionen. Ob das jetzt die politischen Parteien, auch die Grünen sind oder irgendwie welche außerpolitischen Bestrebungen wie diese Fridays for Future oder noch irgendwelche LGBTQ etc. Diese Bewegungen, die hinken quasi dem System hinterher. Und würde die Systemfrage gestellt, da wäre eine ganz andere Voraussetzungen, da würde sich vieles schnell erledigen. Aber das ist eben nicht der Fall, weil zum Beispiel Begriffe wie der Eigentumsbegriff in einer Art und Weise gefasst sind, die, ich sag mal, gelinde gesagt, sehr widersprüchlich sind und viel aus Konvention bestehen oder eben aus dem Herkommen. Es ist alles so traditionell. Und da eine Korrektur vorzunehmen, würde sofort ganz andere gesellschaftliche Rahmenbedingungen ermöglichen. Was jetzt ein lebenswürdiges Dasein anbelangt, das nicht mehr so wie jetzt ist, ja die Ökonomie hauptsächlich zum einen würde, wenn jemand vernünftig mit seinen Ressourcen umgeht, gäbe es keinen Grund, diesen Überfluss zu produzieren, weil den gar niemand braucht. Und zum anderen wäre ein angenehmeres Leben möglich durch weniger Arbeitszeit und eben eine Absicherung, die es erlaubt, sich anderen, sage ich mal, Geschäften zu widmen, wie zum Beispiel einer Betätigung im Gemeinwesen, irgendwelcher, kommt ganz auf das Interesse an. Also wie das dann alles zu organisieren ist, das wird man sehen, wenn die erst einmal die Problemlage so erkannt wird, dass nicht mehr an Sachen herumgedoktert wird, die Probleme, die sich notwendigerweise, wenn auch in anderer Form, immer wieder wiederholen werden, weil ein grundsätzlich falsches Verhältnis zwischen Wort und Sache besteht. Also das ist eine Wurzel im Sinne von Radikalität, die es bisher noch nicht gegeben hat und die jetzt ansteht. Die Erkenntnisse in Bezug auf Erkenntnistheorie und Sprachkritik auch in politische Münze zu verwandeln, sage ich jetzt mal. Aber meine Zeit ist für diese Folge 67 vorbei. Ich verabschiede mich. Peace and out.